Core Gaming VS Let's Play, Let's Go. Heute mit einem neuen Titel von Ravenous Games. Solltet ihr auf jeden Fall kennen, sind die Macher von League of Evil. Und ich denke auch, dass man dieses Spiel mit diesen Titeln auf jeden Fall vergleichen kann. Auch grafisch vor allem und musiktechnisch. Vom Gameplay ist es jetzt ein bisschen anders. Aber bevor ich euch hier voll lalle, schauen wir uns hier mal an. Und zwar die Achievements. Ganz normal, ist halt dann mit Game Center verbunden. Bei den Optionen kann man die Musiklautstärke, Sound FX und den iCloud Save einstellen. Was ich beim iCloud Save hier richtig gut finde, es funktioniert mit iPad und iPhone wirklich wunderbar. Andere Apps sind zu versprechen, das auch, halten es aber nicht wirklich ein. Hier gibt es jetzt mehrere Kapitel. Ich zeige euch mal hier The City und ich zeige euch hier einfach mal gleich das erste Level. Hier geht es in so einem dunklen Friedhof, bla bla bla, außerhalb der Stadt, und zwei Punks, die ihre nächtliche Routine durch die Steine machen und sie dann halt antippen mit Kleber. Und dann haben sie halt den Falschen eingetippt und ein Portal hat sich geöffnet und die Invasion hat begonnen und wir brauchen den Held. Ich habe hier meinen Charakter schon ein wenig modifiziert, auch mit einem Maschinengewehr. Bevor wir hier losgehen, will ich euch den Shop hier zeigen. Also das heißt, man kann sich hier die ganzen Kleidungsstücke kaufen und hier bei Guns natürlich auch hier die Waffen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich noch nicht so viel kaufen können. Ich will es einfach vorschlagen. Hauen wir jetzt mal hier rein. Was habe ich denn hier equipped? Was habe ich denn hier ausgewählt? Ah, hier, die Submachine. Okay, gut, alles klar. Submachine Gun. Continue. Und wir hauen jetzt hier mal rein. Also links, rechts, springen und schießen. Was ich schade finde, ich drücke jetzt zweimal hier auf Springen. Leider kein Doppelsprung wie bei League of Evil. Tut aber allen keinen Abbruch. Was ich hier dazu noch sagen muss, die Zombies halten echt viel aus. Aber tut allen keinen Abbruch. Ah, scheiße. Hier wieder ein Leben verloren. Kein Problem. Sammeln wir hier wieder ein. Wenn ich jetzt nach unten gehen will, einfach springen und gedrückt halten. Und dann springt er hier nach unten. Und ja, so geht es dann eigentlich ab hier. Immer schön alles einsammeln, damit man sich dann eben die ganzen Waffen und die Anzüge eben kaufen kann. Und jetzt kommt's, wenn ich jetzt hier durch die Tür gehe, bin ich im nächsten Level. Ich habe immer gedacht, das wäre innerhalb des Levels ein Unterlevel, das ist aber nicht so. Also wir befinden uns dann im nächsten Level. Wusste ich nicht. Wir beenden das Ganze mal hier. Ich kann euch mal hier den Endgegner zeigen. Also geben wir den mal hier. Upsala. Was ich eigentlich ganz cool finde hier bei dem Endgegner ist, den kann man immer wieder machen. Und ihr werdet gleich wissen warum. Ich darf jetzt nicht verrecken. Ja, komm schon. Renn rüber. Jetzt möchte ich aus dem Quartier. Ah, sicher. Ja, das ist hier das Geilste. Das kann man immer wieder einsammeln und ist eigentlich ein sehr niedriger Aufwand. Ne? Ja, so sieht's aus. Dann gehen wir hier mal wieder ins Menü. Ich zeige euch jetzt hier genau mal das aktuelle Level. Mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Wie gesagt, es wird nachher echt ein bisschen schwierig, da wo ich jetzt bin. Man braucht auch sehr viel Geduld, muss ich sagen. Ups. Schon verloren. Ihr seht, so schnell geht es. Jetzt darf ich hier noch keinen Scheiß machen. Okay. Upsala. Okay. Also ich muss sagen, die Mucke ist stimmig. Die Grafik, die pixelige Retro-Grafik tut ihr Übriges bei. Und in allem zusammen ist es eigentlich echt ein cooles Game. Aber wie gesagt,
ja, so Doppelsprung und so diese Zeitvorgaben wie bei League of Evil oder so, das gibt es da halt hier nicht. Ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, aber wäre eigentlich ganz cool gewesen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir die hier alle erstmal platt machen. Ist eine Universal-App, ja, und kostet auch nur 79 Cent. Also von daher müsste das alles gar kein Problem sein für den billigen Käufer. Achso, ja, stimmt, was für 79 Cent? 89 Cent. Das hat sich doch jetzt alles hier geändert, weil der Euro jetzt so schwach geworden ist. Darum 89 Cent. Alles ist ein bisschen teurer geworden. Ich habe auch diverse Tests durchgelesen, oder was heißt Tests, also Reviews bezüglich der Preiserhöhung, also da ist wirklich alles im ordentlichen Rahmen. Da wurde nichts gefaked von Apple. Hier, zu diesem Gegner hier, wer zu lange wartet, bekommt richtig dreckige Schüsse ab und dann war's das. Deswegen immer rechtzeitig schießen. Ich muss auch sagen, da gibt es in diesem Spiel gibt's auch richtig harte Brocken von Gegnern, die wirklich richtig böse sind. Aber jetzt habe ich hier Glück. Ja gut, wir sind hier im dritten Level ist normalerweise, ganz genau, davor waren nur zwei. Und ja, insgesamt gibt es 1, 2, 3, 4 Kapitel, meine Freunde. Und für das Geld auf jeden Fall lohnenswert. Das Spiel gefällt mir sehr gut und ich hoffe euch auch. Und ja, bitte kommentieren, bitte liken und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Core Gaming VS, let's play.